Hallöchen zur nächsten Map-Vorstellung. Heute haben wir hier die Map Bredo in der Version 1.0 und sie hat eine Größe von 221 Megabyte. Eigentlich sind es 226 Megabyte. Ja, die Map ist auch für PC, PS4, PS5, Xbox 1 und Xbox S. Ja, wollte ich mal kurz gleich am Anfang sagen. Und wie gesagt, auch im Modhub dann verfügbar seit heute. Die Map ist eine schöne Map, mit großen Feldern und ein paar kleineren Feldern, also da wird jeder irgendwie glücklich. Man sollte, denke ich, aber schon mittlere Fahrzeuge verwenden, um hier einigermaßen über die Felder zu kommen. Das haben wir jetzt, dann haben wir hier noch stehen, die Map ist wohl ein realer Nachbau von Bredo scheinbar, was ja scheinbar in Brandenburg liegt. Sie hat 7 Produktionen, 3 Verkaufspunkte, Fluss und Teiche zum Wasserholen, wohl 41 kleine und große Felder und Wiesen, mehrere Forschgebiete. Eine BGA gibt es noch, 5 Bauplätze, um seinen Hof zu erweitern oder für den Multiplayer. Genau. Ja, das ist schon mal das. Dann gucken wir doch mal hier rein. Hier oben. Da haben wir den Hof, da haben wir ein Silo, da haben wir ein Gerecht, den Nachkauf, nennt sich das hier, und die Biogasanlage bezüglich der Produktion. Dann gibt es auch noch 2 Kuhweiden hier, Kuhställe mit Weide dran. Dann haben wir hier eine Molkerei im Wald drin hinten. Hier haben wir eine Getreidemühle, hier einen Pferdehof. Hier drüben haben wir den Fahrzeughändler, hier haben wir Viehhandel, da haben wir die Müslifabrik. Die Energiepflanzen-Export. Ah, okay, Verkaufsstelle, eine Tankstelle, ein Gasthaus zum Verkauf und eine Spinnerei haben wir hier. Hier drüben steckt dann noch die Bäckerei. Hier ganz drüben das Sägewerk und ich glaube, ich habe jetzt hier mal alles. Und wir haben ja dementsprechend die Felder. Ihr habt jetzt hier, wie gesagt, ein kleines Feld hier, ne, preislich 61.000. Hier dann die 39 mit 3,4 Millionen, ne. Also von dem her, nicht schlechte Preise auf jeden Fall. Ja, auch hier, die Felder sind jetzt nicht so klein. Ein paar kleine, klar, gibt es auch. Aber, ja, ne? Hier Forstbereich, 500.000, ja. Gut, was haben wir noch? Wir haben die 3 Verkaufspunkte, das Gasthaus, Energiepflanzenexport, das Setter, was er dafür bekommt dann. Für die ganzen Sachen. Ja. Dann haben wir noch Fahrzeuge dazu, kommen wir gleich. Tiere habe ich schon gekauft. Hier alles ganz normal. Ja. Das passt so. Allerdings bloß einen Kuhhof habe ich gefunden. Verträge gibt es auf der Map auch. Dementsprechend, weil sie Felder doch ein bisschen größer sind, bekommt manches Feld doch ein bisschen mehr Geld. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal kurz zu den Fahrzeugen rein. Was stellt uns der Modder zur Verfügung? Einen Steyr als Kompakttraktor, mittelgroße Traktoren, haben wir 2 Stück, Waldrauen, Mercer Ferguson, ein Drescher, ein Auto, ein Anhänger, Schneidewerk, ein Grubber, eine Saattechnik, eine Mähtechnik, ein Ladewagen, Transportanhänger für Schneidewerk und 2 Gewichte. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt hier mal auf dem Hof an. Hier haben wir schon mal Verkehr verbaut, da fahren Autos rum, also, ja, okay. Hier haben wir dann die Standardstelle, jeweils mit 80 Tieren, also 80 Kühe, passend reich. Man kennt ja die Standardstelle, ne? Da habt ihr die Möglichkeit, hier noch was hinzustellen. Ihr habt aber hier außenrum auch noch eine Möglichkeit, was zu bauen, ne? Also ist ja hier alles schön eben, da habt ihr doch die Möglichkeit. Hier habt ihr dann noch ein Fahrsilo, ein großes, hier noch eine große Halle, ne, da passt dann noch ein bisschen eure Gerätschaften hier rein. Hier dann noch die Werkstatt verbaut, man kennt ja die Halle. Ich sag hier, habt ihr auch noch Platz, hier das Silo. Hier anschließend kann man hier noch rausfahren, man kann hier rüber, da hinten ist übrigens ein Tunnel, kann man aber, ne, auch nicht reinfahren, hört die Karte auch schon wieder auf. Hier noch ein Fahrsilo, nochmal eins. Und hier haben wir dann einen Teil von der BGA schon hier, ne? Und hier geht es dann weiter zur eigentlichen BGA hier. Und ja. Hier hinten haben wir dann
eigentlich nur noch Felder. Na, hier hinten ist die Map-Grenze erreicht. Auch schön gemacht eigentlich. Gehen wir hier rüber. Ja, habt ihr auch solche Felder, also es gibt auch hier ein bisschen kleinere Felder, ist jetzt auf der Karte jetzt, aber trotzdem müsst ihr hier durch ein Weilchen arbeiten, um hier vorwärts zu kommen. Genau. Ja, dann gehen wir mal hier rüber. Hier, na, die Felder, ihr seht ja nicht gerade klein. Da brauche ich, glaube ich, nicht arg viel dazu sagen, man sieht es hier ja von der Größe her. Hier drüben. Durch den Wald durch. Dann haben wir hier hinten noch ein paar, ich sage jetzt einfach mal, Ferienhäuser dazu. Sieht zumindest so aus. Und hier hinten haben wir dann auch eine Produktion noch versteckt hier, die ihr dann hier hinten auch erreichen könnt. Hier ist der Weg. Könnt ihr hier rumfahren an der Hauptstraße entlang. Funktioniert soweit. Hier noch ein paar, ja, Grasfelder hier. Und hier habt ihr noch ein größeres Feld. Inklusive da hinten noch ein paar Häuschen. Inklusive Tunnel, auch Verkehr hier verbaut. Gehen wir ein bisschen weiter runter. Na. Vorstadt, Siedlung, sagen wir einfach mal so rum. Hier auch, was ich cool finde, hier auch eine Zone 50. Wir haben hier auch das Verkehrsschild zur Stadt Bredo. Oder Dorf, Stadt. Ja. Hier eingezeichneter Bereich, hier noch eine große Wiese. Hier habt ihr dann noch irgendwie Möglichkeiten. Ja, hier sieht eher nach Dreck aus. Sind aber wohl keine Tierställe oder sonst was. Na, da könnt ihr euch dann auch noch was drauf hinsetzen hier. Hier dann noch die Mühle. Da könnt ihr dann verkaufen hier. Müsst aber noch da Produktion erstmal kaufen. Hier habt ihr dann noch eine Gülle. Möglichkeit. Und dann hier ist die ganze Stadt. Hier können wir mal ein bisschen höher gehen wieder. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich mich hier mal kurz rüber gehe. Schön gemacht hier. Auch wenn hier praktisch kaum Produktion hier drin sind. Hier ist dann noch die Bäckerei verbaut hier. Na, man kennt sie. Aber ist auch okay. Hier drüben haben wir dann noch die Möglichkeit, was anderes zu stellen. Sozusagen ein weiterer Hof hier. Da habt ihr die Möglichkeit, da übrigens ist der andere Hof, den Kuhhof hier. Habe ich gleich vorher gesagt, zwei Ställe. Es ist bloß ein Stall. Was haben wir hier hinten noch? Da haben wir bloß ein Waldweg. Ja. Hier kann man ein bisschen Forst betreiben, hier in dem Stückchen hier. Klar, wie auch hier drüben dann auch. Ja, so sieht die Map hier aus, ne? Alles schön gerade, da könnt ihr euch austoben. Da hinten habt ihr auch noch eine Grasfläche hier hinten. Ne? Auch nicht gerade klein. Also ich denke, da könnt ihr dann schon einen großen Hof hinsetzen. Auch hier habt ihr gegebenenfalls noch Platz, einen Hof hinzusetzen. Ne? Hier hinten. Die Möglichkeiten sind hier schon ziemlich groß. Wo es euch halt am besten gefällt, euch halt auch hier niederzulassen. Auch hier. Ne? Riesenflecken hier. Hier dann noch Fabrikhallen, Produktionen. Das dürfte dann wahrscheinlich die Müsli-Fabrik sein, oder? Könnte sein, ja. Hier der Tierhändler. Hier drüben haben wir dann noch einen Verkaufspunkt. Nein, stopp, das ist der Händler. Stopp, das ist der Händler. Fahren nach Autos entlang hier. Hier habt ihr da auch eine große Fläche. Vor dem Händler, das ist auch ganz praktisch zum Wenden dann mit den großen Gerätschaften. Also von dem her, ja. Oder ihr setzt einfach euren Hof hier mitten rein. Ne? Die Möglichkeit habt ihr. Also ich glaube, das reicht für jeden aus. Jo. Gut, machen wir nochmal schon die FPS-Zahl an. Aber da dürfte sich eigentlich keine Probleme auftauchen hier. Weil die läuft doch ganz flauschig, sagen wir einfach mal. Hier das kleine Feld von vorhin. Ne? Und hier habt ihr die ganz großen hier. Also von dem her passt das doch. Noch den Fluss hier. Und von dem her passt es. Ja, dann würde ich sagen,
Das war's jetzt auch schon wieder. Ich meine, viel mehr, glaube ich, zeigen kann ich euch gar nicht, weil hier habt ihr die riesen Felder hier. Ne? Da könnt ihr euch austoben, mehrere Stunden pro Feld. Wer das möchte, hier hat er die Möglichkeit dazu. Und ja, und trotzdem schön angelegt hier. Dann würde ich sagen, das war's schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen oder Abo. Ihr wisst ja, wie es geht. Und unten ist wieder der Link zum Download. Da könnt ihr es herunterladen. Wie gesagt, ist auch im ModCup und für die ganzen Konsolen verfügbar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao.